Ich denke, wir haben alle genug abgehangen, er ganz besonders und die da hinten wahrscheinlich auch. Und damit herzlich willkommen zurück bei A Plague Tale Requiem. Wir sind auf nichts Geringeres als fanatische Sklavenhändler, die eine Blutspur für den Sohn legen, gestoßen. Ja, den Satz, den könnt ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ja, ich denke, wir müssen auch direkt auf Konfrontation gehen mit denen. Ja, sieht so aus, ne? Hier runter. Aufgepasst, es geht runter. Mein Bestes. Ja, die werden auf jeden Fall hier rumschleichen. Wie lange müssen die Leichen nachher aufhängen? Sie sind hier. Bleibt unten. Lass die Ratten wiederkommen. Ach komm, Amicia, das war doch klar, dass die hier sind. Ach, das könnte ewig dauern. Nein, dieses Mal klappt es. Die Ratten sind hier. Das ist in all den Jahren zuvor nie passiert. Milo tut alles, um es zu schaffen. Und das zu Recht. Das ist Wahnsinn. Finden wir Elia und die Kapelle. Die Arme hatte keine rosige Zukunft vor sich. Was heißt denn all die letzten Jahre? Wie lange machten ihr das hier, dass ihr Menschen einfach so abschlachtet? Was seid denn ihr für ein krankes Pack? Wir könnten ihn natürlich... Ich mach das auch. Nein, alles gut, Hugo. Keine Panik. Hey, du! Hoch mit dir! Hey, ist alles in Ordnung? Hm. Hier ist eine Leiche! Findet den verdammten Mörder! Mörderin! Das ist natürlich schon wieder im ganzen Lager. Alarm. Oh! Ah, wir haben ein Problem. Nein, nein, du weißt nicht, wo ich bin. Du weißt nicht, wo ich bin. Ah, ah. Du hast keine Ahnung, Kollege. Oh Gott. Ich hätte ihn nicht umbringen sollen. Das war eine schlechte Idee. Das Problem ist, ich bin mir nicht mehr sicher. Konnte ich Leute K.O. schlagen von hinten? Das ging doch, oder? Oh, hallo. Vielleicht kann ich es an Ihnen mal direkt testen. Guter Mann, wenn Sie jetzt einmal... Ja, also... Ich weiß nicht, was Sie da suchen, aber... Befummeln Sie bitte nicht das Gras. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh. Okay, wir gehen wieder zurück ins Gras, das war nicht so erfolgreich. Nein, 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 nein. Keine Sorge, ich finde euch. Gras ist einfach der Endgegner aller Wachen. Wenn der mal da weggehen würde, kann ich einfach einen Stein so werfen? So flop. Ah ja. Okay. Dann sneaken wir jetzt einfach an ihm vorbei. Weiß, was uns in der Festung erwartet, oder? Ja. Vor allem sie ist. Sie steht mitten im offenen Feld. Kein Problem. So, der hat keinen Helm, den Kollegen. Den Kollegen könnten wir ausschalten. Machen wir, glaube ich, auch. Dann nehmen wir mal noch den Salpeter mit. Ach ne, oh. Pisanguis. Natürlich. So, Kollege. Ja, er hatte keinen Helm auf. Da ist er. Da ist aber auch irgendwie selber schuld dran, ne? Es gibt Sicherheitsvorschriften. Auch unter Sklavenhändlern. Und wenn man sich da nicht dran hält, dann muss man es eben auf die Tour lernen. Mein Gott, wie viele hängen denn hier? Völlig krank. Okay. Ich gehe ein bisschen unvorsichtig vor, muss ich sagen. Es ist
Harz, 5 Stücke. Das war's. Bewegt den Wagen zur Kapelle. Das ist der letzte. Fahrt die Brücke hoch. Ach, Scheiße. Was ist denn in der Kapelle? Schlimme Dinge. Müssen wir dorthin? Tja, das wäre unser Weg gewesen. Die Mauern sind alt. Es gibt bestimmt eine Öffnung. Wir sollten nicht hinein. Sehe ich auch so. Wir müssen. Dieses Blutbad bedeutet was. Wie können Sie da drüben verstehen? Was soll das denn heißen? Ach, hör doch auf. Los, finden wir sie. Schnappt sie euch. Oh, oh, oh. Mit. Oh. Ja, das ist problematisch. Wir machen es auf die gute alte Tour. Oh, oh. Sind wir... Haben wir es geschafft? Was jetzt, Amicia? Alles gut, die wissen nicht, wo wir sind. Oh, fuck! Das ist ein Problem. Gebe ich zu? Alter! Haben die gerade auf Hugo eingeprügelt oder auf mich? Gott, das ist alles schon wieder so unkontrolliert. Sieht man wenigstens auch mal. Schlimme Dinge. Müssen wir dorthin? Tja, was ist denn los mit allen hier? Auf einmal ist hier total Tumult. Wir sollten nicht hinein. Sehe ich auch so. Wir müssen. Dieses Blutbad bedeutet was. Wir müssen den Kollegen auf der Brücke irgendwie ablenken. Ja, Misi hat nicht so den stärksten Wurf, Arnold. Das ist ein Problem. Der muss aber nur mal auf die andere Seite. Ja, perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Warum? Ach so. Ich dachte schon. Ja, ich habe den Weg gesehen. Keine Sorge. Nur kurz gucken, wenn der Dicky weg ist. Was? Ein Stück Land und das Recht. Ach, als ob der mich von da hinten sieht. Wer ist er denn bitte? Scharfschütze oder was? Schmutziges Geschäft. Ist hier irgendwas? Gar nichts? Als ob man, ich wollte gerade sagen. 5 Stücke. Toll. Hab jetzt irgendwie mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay. Dann sneaken wir da jetzt einfach durch. Ist halt die Frage, ob er da oben jetzt gerade in unsere Richtung guckt oder nicht. Ja. Okay, so, das reicht mir. Go, go, go. Hier durch. Gut. Das Tanzen, die Musik, die Blumen. Lasst euch Zeit. Die finden wir. Hey, Hugo. Was? Ich weiß, es ist schwer, aber bleib bei der Sache. Ja. Hier aber mit den Bäumen. Also, was sind das eigentlich? Sind das Kirchblüten? Kirchblüten? Kirschblüten. Das war doch auch in dem Traum so, oder? Dort kommen wir rein. Die Festung. Und die Musik sagt, das ist alles cool. Das mag sein. Aber wir sind noch zusammen. Stimmt. Geh sicher, dass im Wagen auch keiner mehr atmet. Die sind gleich davon. Die sehen alle ziemlich tot aus. Geh sicher. Meine Güte, was stimmt denn mit den Leuten nicht? Hey, wer hat sich reingelassen? Amicia! Nein, nein! Ich mach dich fertig! Lass sie in Ruhe! Bitte, nimm ihn runter! Geht's dir gut? Danke. Verdammt, Amicia. Hugo, es ist vorbei. Ich konnte nichts tun. Schon gut. Du hast das Richtige getan. Uns machen lassen. Wir müssen weiter. Komm. Wie geht's dir, Sophia? Ich hatte mir versprochen, das nie mehr zu tun. Tut mir leid, aber ich bin froh darüber.
Ja, gut. Versuch einfach am Leben zu bleiben. Ja, ich, mach ich. Tue mein Möglichstes. Ja, da geht immer noch nichts. Sie hat sich geschworen, das nie wieder zu tun? Ich wusste gar nicht, dass sie so eine Pazifistin ist. Das muss das Fallgitter bewegen. Bringt nichts. Gehen wir weiter. Ja. Na gut. Da bin ich mal gespannt. Wir haben es auf jeden Fall in die Festung geschafft. So weit, so gut. Und? Schon alle überprüft? Fast. Oh boy. Du hattest recht. Einer lebte noch. Lass uns gehen, ich will nicht wie Dias enden. Und warum ist das Gitter noch nicht oben? Hey, öffnet das verdammte Tor! Ich werde gehen. Ihr könnt euch im Karren verstecken. Aber was ist mit dir? Mann, was macht er denn? Unglaublich! Der kriegt einen Arschtritt! Das wurde aber auch Zeit! Das sind echt viele. Hugo, ich habe gesagt, du sollst die GPS-Daten ausmachen. Natürlich finden die uns. Okay, also da können wir auf jeden Fall Feuer machen. Die Frage ist nur... Also wir fangen damit mal an, ne? Wir fangen ganz vorne an. Erstmal ein paar Löcher in das Rattenmeer. Hey, hier. Sophia, da bist du ja. Ha, was zum Teufel ist passiert? Es ist schlimm, Sophia. Siehst du einen Ausweg? Mit den ganzen Viechern? Nein. Naja, vielleicht. Aber das wäre... Ah, vergiss es. Entweder es klappt, oder ich bin tot. Ich kann nicht fassen, dass ich das mache. Das Ding ist unglaublich. Oh. Ja, mein größter Schatz. Ich war mir nicht sicher, ob es genug Licht aus dem Feuer bündeln würde. Kommt runter. Das? Ja. Das ist ja mal fancy stuff. Höp. Gut, dass du wieder da bist. Ja, danke. Sie hat quasi die Taschenlampe erfunden. Ich kann uns drei damit schützen, aber ich brauche noch ein Feuer, um uns durch diese Hölle zu führen. Wird erledigt. Ja, überhaupt gar kein Problem. Die Raten überlasse ich euch. Sag mir einfach, zu welchem Feuer du willst und wann ich aufhören soll. Ja, vertrau mir. Ah, okay, wir müssen ihr das jetzt sagen. Ich würde... Nach da. Hallo? Sophia, bist du noch da? Okay. Ich möchte zu dem... das Spiel lässt mich nicht. Ich soll LB drücken? Okay. Das, ist jetzt... Sophia, könntest du ein bisschen eigenständig denken? Ich möchte nach da. Mach uns den Weg frei, Sophia. Ich habe nichts anders gedrückt. Nichts. Aber naja. Die Kapelle liegt hinter diesem Graben, stimmt's? Stimmt. Und wir müssen irgendwie rüber. Ja, du kannst... Du kannst aufhören. Na gut. Sonst tanzen wir die ganze Zeit ums Feuer. Oh, oh Gott, oh Gott. Hei, hei, hei. So. Da können wir was anzünden. Hm. Reicht das, wenn wir... Weg, Sophia? Bleibt in meiner Nähe. Wenn wir so machen. Und dann da rückwärts hochgehen. Passt das? Sieht doch ganz gut aus, oder? Wir verwerten mal hier noch den
Armbrustbolzen und dann rein in die gute Stube. Das hat auch gut geklappt. Öffnen. Ach scheiße, da bräuchten wir irgendein Tool. Habe ich nicht. Ich mache mal von hier oben schon mal... Ich habe das Gefühl, da müssen wir so oder so noch dran vorbei. Hoppla. Entschuldigung. Nein, mein Gott, Amicia, du bist keine Gatling-Gun. So. Das müsste doch dann reichen, oder? Wenn wir jetzt einfach wieder runtergehen. Oder können wir auch einfach zusammen hier runterjumpen? Geht das? Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. So, wir hüpfen jetzt einfach runter, ne? Oder? Nee, das klappt nicht. Lass es. Lass es. Dann vielleicht nochmal von hier unten. Vielleicht müssen wir... So, nee, das... Kannst du uns den Weg, Sophia? Bleib in meiner Nähe. Ja, doch, geht. Ah, ja, perfekt. Moment, wohin? Wo? Doch nicht von der Fackel. Sophia, bitte. Hey, lass gut sein. Geht klar. Nimm da draußen das Feuer. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. Okay. Nein, Sophia. Ach, Sophia. Ich habe aber auch das Gefühl. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Haben wir es jetzt? Nein! Da, sag mal, Sophia. Das hat doch auch hier hingereicht, das Licht. Mach uns okay, den Weg frei, Sophia. Wir versuchen es mal damit. Okay, ich habe zwar keine Ahnung, wie sie da irgendeine Lichtquelle kriegt. Es wird zu dunkel für mein Prisma. Ja, eigentlich müsste es... Na gut. Nun gut, wir hinterfragen das nicht. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Ah ja, keine Panik. Sollen wir hier rüber, dann können wir links an das Feuer. Könnt ihr so ruhig bleiben? Wir kennen das schon. Wir haben den ersten Teil gespielt. Natürlich, dumme Frage. Stell dir vor, du hättest so viele Ratten als Haustiere. Fängt man da, vergibt man da noch einzelne natürlich. Namen oder fängt man irgendwann einfach mit Nummer, beziehungsweise irgendwann machst du wahrscheinlich gar nichts mehr, ne? Du nennst einfach alle. Wie heißt denn die Ratte aus Ratatouille nochmal? Die heißt ja nicht Ratatouille. Ja, das sollte doch eigentlich klappen, oder? Jetzt einfach schnurstracks darüber zur Brücke. Ne, Moment mal, da kommen wir gar nicht. Da kommen wir gar nicht rüber. Moment. Das ist problematisch. Oder? Wir gehen doch da nicht rüber. Kommen wir denn? Okay, ich probiere es jetzt trotzdem. Wir kommen doch nicht durch das Feuer. Wir versuchen es einfach mal. Ja, ich weiß. Habe ich mir nämlich schon gedacht. Ach, da links könnte man. Ja, okay, Moment. Kleiner Augenblick. So, bitte. Beruhigen Sie sich. Regenerieren Sie HP. Danke. Ah, ich wünsche, es ginge im echten Leben so einfach. Hast du gerade den kleinen Zeh gestoßen und dann einfach nur so ein... Und es ist wieder weg. Wobei, eigentlich ist es ja genauso. So, hier da links, da kommen wir doch durch, oder? Über die paar Flammen da links, da kannst du doch drüber hüpfen. Oh nein, der ist... Nein. Moment mal, Abschnitt neu starten. Ah ja, okay, alles da. Okay, wir können uns auch einen Stock von hier mitnehmen. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir.
Vielleicht brauchen wir ja nur den Stock. Dann gehen wir jetzt einfach von hier wieder zurück. Mein Prisma bekommt. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Ist das clever? Funktioniert das? Da oben kommen wir ja nicht rein. Wo sollen wir denn jetzt hin? Gut, dass du wieder da bist. Ja, danke. Ich gab dir mein Wort. Ich habe noch Sachen, mit denen ich Feuer löschen kann. Wetten, das ist es. Aber warum sind da dann die Stöcke? Ich habe so viele Fragen. Wir versuchen das mal. Wir werfen einen Topf. Einen Topf mit dem Löschzeug. Ah ja, und dann brauchen wir den Stock, um rüberzukommen, weil keine Flammen mehr. Mein Gott, manchmal ist die Lösung so einfach. Sophia, hör auf! Ich habe gesagt, stopp! Lass es gebaut. Mein Gott. So. Ist das alles schon wieder holprig? Extinguis. Den werfen wir jetzt mal. Flop! Yes! Geht doch. Oh, sie kommen durch. Ja. Ja, ja. Diese kleinen Schmarotzer. Wie? Okay, so weit, so gut. Kann sie. Könnte sie eigentlich ihre Linse auch für die Fackel nehmen, die wir haben? Haltet eure Stellung und achtet auf die Gräben. Milo, du kannst loslegen. Sie sind auch hier. Vorsichtig. Haltet die Ratten so lange wie möglich von der Kapelle fern. Verstanden? Direkt hinter diesem Plattgitter. Ich will nicht gestört werden. Das geht nur den Sohn und mich was an. Was wird er tun? Ihr habt ihn gehört. Alle Wache halten. Was geht? Was denn? Ist das ein Vater-Sohn-Gespräch da hinten? Ja, gehen wir rüber. Ja, gut, gut, gut. Mal schauen, wie wir da rüberkommen. Erstmal sammeln wir den ganzen Klimbim ein. Alkohol. Alkohol ist der Sanitäter in der Not. Okay, der da vorne, hat der einen Helm? Nö. Aber wieder. Milo wäre verrückt. Aber sieh nur. Sie sind zurück. Es funktioniert. Eindringlinge. Oh, den rechts habe ich ja gar nicht gesehen, Alter. Der hat ja Tarnfarben. Scheiße. Ja, lecko. Er ist tot. Der Schuldige muss noch hier sein. Ach ja, schön. Es geht einfach die Treppe runter. Perfekt. Mein Manöver geht genauso auf wie gedacht. Wäre natürlich ganz gut, wenn wir hier unten den Fackelhain, die könnten wir bekommen, wenn wir das Feuer löschen. Das Problem ist nur, ich komme da nicht ran von hier oben. Das heißt, wir müssen da selber runter. Was? Fällt ihm ein. Was jemand durchgemacht hat. Das hier ist noch schlimmer. Wie immer. Wir schaffen das. Was ist hier? Oh, da könnten wir mit den Ratten hochklettern. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Steuerung dafür geht. Ist das nicht... Ah ja, genau. Das ist der Scan. Jetzt kommt der Typ da gerade hoch. Wie ging das denn aber mit der Rattenkontrolle? Scheiße. Was? Mein Gott, das klingt immer, als würden die direkt hinter einem stehen. Oh! Bleiben Sie genau da, junger Mann. Rühren Sie sich nicht. Verdammt. Ich will nicht wissen, wie es ist, lebendig gefressen zu werden. Ich glaube, das wollen die wenigsten. So, da ist ein Stöckchen. Das werden wir brauchen. Schon wieder runter. Nee, der steht noch da oben. Alles gut.
Da sein Licht könnten wir doch löschen. So, Sekunde. Oh! Kommt der rein? Ah, Gott! Also, ich hab sie! Kommt her! Sie haben es auf uns abgesehen! Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Oh Gott, nein! Was mache ich denn jetzt? Ah, nein! Ich habe einmal den Stock geworfen. Ich war völlig perplex. Ich konnte nichts anderes tun. Ach, scheiße. Ah, da habe ich mich aber auch in eine blöde Situation gebracht. Ach, so eine Mistkacke. Die Beschützerin wurde also dorthin gebracht. Ja, gehen wir rüber. Alle dachten, Milo wäre verrückt. Aber sieh nur, sie sind zurück. Es funktioniert. Wie mache ich? Gut. Sie haben gestern einige von uns erwischt, aber es waren nur... Mach ich Rattenpower. Milo muss es endlich zu Ende bringen. Okay, es tut mir leid, Leute. Ich muss einmal ganz kurz, das kann doch nicht wahr sein. Steuerung, Rennen, Zielen, Schießen, Schlagen, Interagieren, Rattengespür. Nächste Waffe, vorige Waffe. Das tut mir so leid. Wieso weiß ich denn nicht mehr, wie man die Ratten steuert? Das war doch so eine ganz weirde... Da, Moment, da war's. Steuerung. Rattengespür. Ach nee, das ist auch nur Rattengespür. Ja, okay, alles klar. Wir wollen ja jetzt nicht lange im Menü hängen. Der Sohn wird uns von dem Blut befreien und Reichtum bescheren. Werden wir noch sehen. Sie werden alle sterben. Wir mussten so einen Rattenschwarm einfach antatschen, ne? Ja, so war das nämlich. Okay, perfekt. Oh Gott. Mampf, mampf, mampf. Mampf, mampf, mampf. So ist gut. Und den da unten holen wir uns auch. Mampf, mampf, mampf. Nein, scheiße. Oh, du blödes Arschloch. Gibt es irgendwo was anderes zum Mampfen? Atme durch. Meint ihr, der geht nochmal weg vom Feuer? Das wäre natürlich ziemlich blöd von ihm. Ja, nee, wie fühlt es sich? Wie geht? Was? Es ist nichts. Vergiss es. Gehen wir weiter. Okay. Du gewöhnst dich. Oh Gott, nein! Oh. Die sind aber nur am Fressen, ne? Alles cool. Boah, Gott sei Dank. Ja, ich trau mich da nicht so nah dran vorbei. Also, nicht näher als das gerade. Der Kollege steht da unten immer noch. Da füllt sich auch so eine Leiste und wird nicht... Und wird nicht weniger. Na ja, gut, wir lassen ihn einfach stehen. Also gut, überqueren wir wieder den Graben. Achso, scheiße, da müssen wir wieder die Lichter ausmachen. Ach nein. Da war was. Nein, da war überhaupt nichts. Vorsichtig. Ja, komm nur her. Nicht an ihn. Och, Amicia, bitte lass mich doch. Ach so, sorry. Mein Fehler, Amicia. Tut mir leid. Das ist unser Weg. Schaut, gehen auch rüber. So, dann holen wir uns noch. Ja. Es war ein kleines bisschen holprig. Als Gefangene musste Ilia genau denselben Weg gehen. Was war mit Basilius passiert ist? Er war traurig. Ilia ist die Antwort, nach der wir suchen. Heißt, entspannt euch mal, Leute. Ich habe gerade andere Probleme als euren Smalltalk. So, wir gehen da jetzt einfach rüber. Da ist ja noch eine Lichtquelle.
Also, ach, du heilige Mutter Gottes. Ja, so wollen wir nicht enden. Nee, das wollen wir nicht. So, jetzt ist aber die Frage. Leco mio, hier ist ja... Ich sehe nicht so viele Möglichkeiten, hier jetzt weiterzukommen. Das ist doch so ein Mehlsack. Ja. Können wir da jetzt Feuer reinwerfen? Oh. Nice. Da müssen wir nur irgendwie rüberkommen. Aber das sollte doch eigentlich... Das sollte damit doch funktionieren, oder? So, schön hier rüber. Hey, lass gut sein. Okay. Na gut. So, ich nehme an, wir müssen auch noch nach da oben. Achso, ja, sorry. Machen wir es so. Fahrst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Ach Quatsch, wir haben keine Eindringlinge. Nein, es ist niemand tot. Es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. So. Ihr Ratten lasst mich nicht durch, oder? Hey, komm mit hoch. Schon dabei. Das sah gerade ganz kurz so aus, als würden sie uns jeden Moment fressen. Was mache ich mit ihm? Müssen wir hier überhaupt lang? Das sieht ganz gut aus. Ach nein, scheiße, da sind ja nur Ratten. Oh. Ne, dann gehen wir wieder zurück. Wir müssen hier, glaube ich, nichts, aber wir könnten so einen Stock mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Ohne Stock geht man nicht los. Wie geht es dir, Hugo? Glaubst du wirklich, die Kapelle wird helfen? Ich verspreche es. Na, vorsichtig mit deinen Versprechungen. Müssen wir nicht hier vorne durch? Ich gehe jetzt einfach mal in diesen Torbogen rein. Das muss doch irgendwie, das ist doch der einzige... Da kommen wir nie durch. Wir müssen ja, okay. Ja, aber wo denn? Wo kriegen wir das Tor hoch? Ich hab da... Das wurde uns bestimmt gezeigt. Oh boy. Geht nicht so weit weg. Es wird zu dunkel für mein Prisma. Nein! Nein, so ein... Ich dachte irgendwie, da ist hell genug. Aber ist es offensichtlich nicht. Scheiße, wo hängen wir jetzt? Ah ja, okay. Erreiche den Innenhof. Dann, was ist denn hier oben? Ist hier alles cool? Ah ja, hier ist alles cool. Da hätten wir auch direkt hochgehen können. Ja, Mensch. Ne? Kaum macht man's richtig. Wir sind über dem Tor. Die Kurbel müsste hier sein. Noch ein Töpfchen, das nehmen wir mit. Ah ja, perfekt. Dann mal los. Sag ich ja, dann mal los. Alicia, Milo ist direkt hinter dieser Mauer. Ich weiß. Ja, warte ich nur, dass du bereit bist. Nicht wirklich, okay. Aber gehen wir. Los, fest mich. Wir oder die Ratten? Wie genau ist das jetzt gemeint? In der Kapelle ist. Versprich mir. Ja, jetzt sei mal nicht so negativ. Mama und Lukas gehen. Ich. Ja, versprochen. Na gut. Klingt vernünftig. Was ist hier passiert? Warum sind hier Ratten? Was haben sie getan? Hey! Ihr.
Ja, weiter so. Ich habe keine Wahl. Ah, scheiße, der ist natürlich... Obwohl, warte mal. Ganz bestimmt. Machen wir einfach so. Das geschieht dir recht. Okay. Dann brauchen wir einmal hier unten Feuer. Nee, das... Gut, am Ende des Tages funktioniert das natürlich auch. Das war jetzt nicht unbedingt das Ziel. Aber es klappt. Sophia, Licht! Ah! Oh nein! Was macht er denn hier? Halt, stopp. Ich muss kontern. So. Ratten? Och, Ratten, bitte. Mach uns den Weg frei, Sophia. Mach mal Licht. Bleibt bei mir. Sophia, einen Schritt schneller. Ich krieg die Krise. Doch. Es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Nein, es ist... Oh Gott. Was ist denn wohl hier los? Ach du Scheiße. Was, wenn nichts in der Kapelle ist? Das gehen wir nochmal anders an. Okay, zum Glück, das ist schon... Ja, schon hochgedreht. Mein Gott. Gut. Klingt vernünftig. Wie kann man sich denn so anstellen? So, wir machen jetzt seine Fackel aus. So. Jetzt soll er mal einen Schritt nach vorne machen. So. Dann jetzt einmal bitte Feu hier unten. So, und der Kollege da drüben. Den lassen wir jetzt auch mal hier rüberkommen. Naja. Sei du mal ein ganz Neugieriger. Ich hasse dieses Pack. Ah, Moment. Tja, schon Sekunde. So. So wird ein Schuh draus. Ja. Sophia, wir haben es doch jetzt. Bahnst du uns den Weg, Sophia? So. Bleib in meiner Nähe. Ja. Mach du mal Licht. Jetzt können nämlich auch die Ratten nicht hinter uns her in den Gang. Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt acht. Ja, muss ja gar nicht sein. Meine Güte, das war jetzt aber eine schwere Geburt. Oh, barbarisch. Geschlachtet. Wie Tiere. Warum? Sie glauben, dass Blut wird. Den Sohn dazu bringen, sie zu mögen. Er würde sie dafür umbringen. Seht mal an der Tür. Das Ordenssymbol. Gehen wir in die Kapelle und verschwinden dann. Das war ja klar. Aber es sieht aber auch wieder super krass aus, oder? Aber was sich in dieser Kapelle befindet, Leute, das muss leider bis zur nächsten Folge warten und... Weiß nicht, es fühlt sich sehr an. Mal schauen. Aber auf jeden Fall, das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war wieder mal ein großes... Ah, Micha, ich bin hier am Abmoderieren. Ich verspreche es. War mal wieder ein großes Durcheinander in der Folge, ne? Aber ändert ja nichts. Sorgt für Entertainment, hoffentlich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.